Ja, das kann man sagen, dass man zwei verschiedene Hälften gesehen haben, auch von Bochum. Erste Halbzeit haben wir viel zu viel Respekt vor dem Gegner. Wir hatten auch zu viel Angst dadurch. Wir trauten uns nicht zu, um die Raum zu benutzen, der da war. Die Verlagerung war nicht gut. Also wir haben, wenn wir den Ball erobert haben, haben wir immer über dieselbe Seite probiert, weiter zu spielen. Dadurch in die kleine Raum viele Fehlpasse. Mussten wir immer wieder auf Jagd zum Ball. Ja, und dann kann man auch ein Tor entgegenbekommen. Wieder ein sehr schlechtes Moment. Kommunikation heißt das. Und wir waren dann am Ende der ersten Halbzeit sehr glücklich mit den Strafstoß. Zweite Halbzeit haben wir natürlich darüber gesprochen, habe ich auch gesagt, probiere die Mannschaft ans Laufen zu bekommen. Von links nach rechts und rechts nach links. Und ja, dann macht man das zweite Tor. Wäre sehr schön, linke Seite angefangen, rechts öffnen und dann die Flanke. Und dann der Trainer hat dieses Mal auch mal Glück mit Wechsel. Ja, die zwei Spieler, die reingekommen sind, haben ein Tor gemacht. Und das dritte Tor war natürlich ein verrücktes Tor. Ja, schief mal rein, habe ich gesagt, gegen Lucila, aber das traute sich nicht zu, bis zweimal. Und dann war das Sager da und ja, das ist super für ihn, so eine lange Zeit verletzt gewesen und dann vielleicht nicht mehr da nächste Saison und dann, ja, dann trifft er das Tor in so einem Spiel. Ich bin sehr froh für ihn und auch für die Mannschaft und ja, wir hoffen noch in die letzten zwei Spiele auch Punkte zu holen, um uns noch zu verbessern auf die Rangliste.